Seit Cliff Barnes die Behörde für Grunderwerbskontrolle kommandiert, wie seinen privaten Luxusdampfer, sinken bei Ewing Oil Einfluss und Gewinne auf Grund. Um sich die Gefolgschaft unter den unabhängigen Ölfirmen zu sichern, ist GR wieder einmal entschlossen, ein paar übelriechende Manöver zu inszenieren. Natürlich haben wir Grund, uns Sorgen zu machen. Allmählich sind wir so weit, dass jeder andere in Texas nach Öl bohren darf, wo er Lust hat. Und glaubt, welches zu finden. Und wenn wir nur irgendwo ein Loch graben, wird es uns vom BFG verboten. Ihr seid nicht die Einzigen, Jock. Auch anderen ist es verboten worden. Ja, aber natürlich nur immer da, wo Ewing Oil beteiligt ist. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Barnes ist kein Narr. Er kann nicht immer nur auf Ewing Oil rumhacken, ausschließlich. Er muss sich auch andere vornehmen, damit es besser aussieht. Harvey, du bist schon seit eh und je unser Anwalt. Willst du wirklich da sitzen, als ob nichts wäre, anstatt diesen Barnes zur Raison zu bringen? Das haben wir schon versucht, Jock. Aber sämtliche ökologischen Gruppen in Texas sind auf seiner Seite. Sie finden, dass sein Vorgehen richtig ist. Ganz abgesehen davon ist gerichtlich festgestellt worden, dass er seine Befugnisse nie überschritten hat. Na also, wir stehen immer wieder vor demselben Problem. Was sollen wir denn nur tun gegen Cliff Barnes? Könnte man ihn nicht bestechen? Alan, ich finde es schlecht, wenn von einem Mitglied meiner Anwaltsfirma so eine geschmacklose Frage gestellt wird. Sei doch nicht so überempfindlich, Harvey. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber die Antwort lautet nein. So viel Geld gibt es in ganz Texas nicht, um den loszuwerden. Hat der Mann nicht irgendwelche Wünsche? Er hat nur einen einzigen. Er will uns Ewings erledigen, genau wie sein versoffener, verkommener Vater das will. Ich sehe keine Möglichkeit, ihn aus seinem Büro rauszukriegen. Aber vor seiner Berufung hatte er doch ein Anwaltsbüro. Ja, das hat er aber vor der Wahl aufgegeben. Dann kam allerdings dieser Skandal, der ihn bei den Wählern unmöglich gemacht hat. Er war so scharf darauf, gewählt zu werden. Der gute Barnes möchte gern ein Volkstribun sein. Das Größte für ihn ist ein Amt, in dem er möglichst viel Macht hat. Am besten das Amt des Präsidenten. Dafür würde er sicher das BFG verlassen. Bestimmt sogar. Das Gerede hilft uns auch nicht weiter, auch wenn sich's noch so gut anhört. Nicht ein Mensch in ganz Texas wäre so dumm, Cliff Barnes zu nominieren. Nicht mal als Hundefänger. Ja, du hast recht, Dad. Wer würde im Traum daran denken, Cliff Barnes für ein öffentliches Amt zu nominieren? Schlafmützen im Senat sollen sich lieber beeilen, das BFG zu stoppen. Sonst gehört Ewing Oil in Texas bald der Geschichte an. Sag mal, was ist denn nun wieder los? Ein Expertenteam des BFG schnüffelt neuerdings bei unseren Ölquellen im Panhandle rum. Sie behaupten, wir verwenden zu viel Salzwasser. Wir sollen die Bohrungen auch da einstellen? Bobby, dank deines lieben Schwagers ist Ewing Oil eine stark gefährdete Firma. Was hat Senator Mulligan vor, dagegen zu tun? Er will einen Untersuchungsausschuss im Senat bilden, Daddy. Angeblich soll Barnes Geld von gewissen Interessengruppen nehmen. Ich finde, das ist alles nutzlos. Wir müssen endlich mit harten Bandagen kämpfen. Ich bitte dich. Nein, keine Gewalt. Aber jeder hat seine Schwächen. Und Barnes Schwäche ist sein Machthunger. Ja? Mr. Jordan Lee ist hier. Ausgerechnet heute. Soll reinkommen. Ja, gut. Guten Morgen, Jordan. Entschuldige, dass ich so reinplatze, D.A. Hast du den Brief vom BFG schon bekommen? Dieser Barnes ist verrückt geworden. Ich habe den Brief gerade in der Hand. Also so klappt das mit der Förderung auf dem Kilgore-Feld nie. Naja. Er tut alles, um uns auszuschalten. Hat er raffiniert eingefädelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich kann es mir nicht leisten, 5 Jahre gegen das BFG zu prozessieren. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als zu kämpfen. Und zwar mit allen Mitteln. Tut mir leid. Wenn du keinen besseren Vorschlag hast, muss ich aussteigen. Und du wirst feststellen, dass das auch für Luz und die anderen Mitglieder des Kartells gilt. Wir sind auf das neue Öl angewiesen. Wir müssen dann eben ein neues Kartell gründen, ohne dich. Wenn du nicht dabei bist, dann wird uns Barnes Büro wohl in Ruhe lassen. Conny? Ja, Sir? Bitten Sie Bobby, er möchte doch mal rüberkommen. Ja, Sir. Nur nichts überstürzen, alter Junge. Tu nicht so, als hättest du noch ein Ass im Ärmel, D.A. Barnes hat dich in der Tasche. Moment. Du solltest den alten J.A. nicht unterschätzen, Jordan. Bobby, du musst ein bisschen mehr Druck machen in Austin. Die Senatoren lassen sich mit der Bildung des Komitees zu viel Zeit. Du kannst mir glauben, sie tun wirklich ihr Möglichstes. Du musst dich öfter im Kapitol sehen lassen und ihnen Feuer unter dem Hintern machen. Ich habe hier meine Arbeit und muss auch noch die Ranch verwalten. Jetzt ist die Hauptsache, dass Barnes aus dem BFG verschwindet, im Interesse des Familienunternehmens. Kannst du zusehen, dass Barnes Daddys Lebenswerk kaputt macht? Willst du ihn im Stich lassen? Das Ganze kommt mir so vor, als wenn du mich aus Dallas weghaben willst. Du sollst nichts weiter als die Senatoren unter Druck setzen. Gegen den neuen Vertrag mit den Ölraffinerien. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Regierung die Preiskontrollen aufhebt. Tut's mir leid. Diesmal sind wir anderer Meinung.
Nanu, ihr habt bisher durch mich eine Menge Geld verdient. Was ist denn los? Versteh doch. Du hast einfach nicht mehr den Einfluss wie früher. Seit Cliff Barnes da ist, bist du nur noch in Verteidigungsstellung. Andy hat recht. Mit Barnes im Büro für Grunderwerbskontrolle hast du einen mächtigen Feind. Mit dem werde ich schon fertig. Du bist gegen ihn machtlos. Solange Ben Maxwell zu ihm hält. Niemand kommt gegen Maxwell an. Ich bitte euch, ich glaube, ihr unterschätzt mich. Wiedersehen. Wenn du Maxwell ausschalten kannst, kommen wir vielleicht wieder mit Ewing Oil ins Geschäft. Ich schlage vor, meine Herren, dass wir die Sitzung vertagen. Glaube mir, Ben Maxwell ist für dich ein zu harter Brocken. Seine Macht und sein Einfluss sind sehr groß. Und er ist ehrlich. Am Sonntag geht er in die Kirche, liebt frische Luft und treibt viel Sport. Na, und wenn schon. Es brauchte also nur noch einen konkreten Anstoß, um G.A. an einer neuen Intrige arbeiten zu lassen. Und während er noch über den raffiniertesten Schachzug nachdachte, kam ihm die angespannte Situation in Bobbys Ehe, die durch die Verdächtigungen gegen Cliff in Sachen Julie Gray entstanden war, gerade recht. Hallo? Bobby? Ja? Ich wollte dir nur sagen, dass ich aus dem Hotel ausziehe. Ich ziehe zu einer Freundin. Bobby? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich finde, das klingt ziemlich endgültig. Nein, ich mag nur nicht allein sein. Es gäbe eine andere Möglichkeit. Danke, Liebling. Aber solange J.R. da ist, komme ich nicht zurück. Ich finde dieses Arrangement aber nicht sehr komisch. Bobby. Mit wem ziehst du zusammen? Du kennst sie doch nicht. Leanne Rees. Wann? Wahrscheinlich übermorgen. Also dann. Auf Wiedersehen. Bobby. Bobby. Wer war das? Das war Pamela. Und kommt sie nach Hause? Nein, Mama, sie hat mir eben gesagt, sie zieht zu einer Freundin. Sie haben gewonnen. Machen wir noch ein Spiel? Ben, Sie sind heute für mich zu gut. Morgen auch, Julia. Morgen auch. Dann schlage ich vor, wir trinken ein und gehen in die Sauna. Um wieder über Cliff Barnes zu reden? Warum nicht? Sie geben wohl nie auf, J.R. Glauben Sie, dass ich nur hier bin, um zu schwitzen? Eins muss ich Ihnen lassen. Sie legen wenigstens Ihre Karten offen auf den Tisch. Das tue ich immer. Was möchten Sie trinken, Ben? Nur ein Sodawasser. Schrecklich, Sie haben wohl gar keine Laster. Das macht das Leben weniger kompliziert. Schon möglich, aber dafür auch langweiliger. Ich bin ganz zufrieden. Wirklich? Mhm. Ein Sodawasser und für mich wie immer. Wenn ich nicht irre, interessiert es Sie, was ich von Cliff Barnes halte und von seinem Büro. Ja, das stimmt. Mr. Barnes hat bei allem, was er tut, nur eins im Auge. Die Zukunft von Texas. Cliff Barnes führt einen Rachefeldzug gegen meine Familie. Glauben Sie? Das ist eine Tatsache. Ist das nicht Cliff Barnes Schwester, die da drüben sitzt? Ja, das ist meine Schwägerin. Vorläufig noch. Es kriselt wohl in der Ehe. Hallo, Pamela, was machst du denn hier? Guten Tag, J.R. Wenn du wegen Bobby hier bist, er war gestern hier. Oh, darf ich vorstellen, das ist Ben Maxwell, meine Schwägerin Pamela Ewing. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich. Pam, willst du uns nicht mit deiner Freundin bekannt machen? Leanne Rees. Freut mich sehr. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dürfen wir euch zu einem Drink einladen? Nein. Wie schade. Leanne ist eine sehr schöne Frau, nicht wahr? Kann man wohl sagen. Haben Sie Interesse? Keineswegs. Sie vergessen, ich bin glücklich verheiratet. Ja, natürlich. Hallo. Darf man reinkommen? Ich wüsste nicht, wie ich dich daran hindern könnte. Ich sage dir, ich war vielleicht überrascht, als ich dich im Club getroffen habe. Noch dazu in Begleitung meiner Schwägerin. Woher hast du meine Adresse? Sieh mal an. Der hat es noch nicht gegeben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Tschüss, kleines Ding. Müsste 4 Jahre alt sein. Stimmt? Kein Wunder, dass man dich nie mehr gesehen hat. Etwas Besseres konnte mir gar nicht passieren. Ach ja? Ist sie da im Schlafzimmer? Nein, sie ist bei meiner Mutter. Oh ja, natürlich, ich verstehe. Wer ist der Vater? Ach so, entschuldige. Ich hatte gedacht, du hast inzwischen ein eigenes Etablissement mit ein paar hübschen Mädchen. Du hast immer Sinn fürs Geschäft gehabt, Amber. Mein Name ist Leanne. Leanne? Klasse. Würdest du jetzt bitte gehen? Nein, ich möchte etwas Geschäftliches mit dir besprechen. Etwas, wofür du besonders talentiert bist. Ich habe an solchen Geschäften kein Interesse mehr. Ich habe ein neues Leben angefangen. Das versuchen sie alle, aber keine schafft es. Ich werde es schaffen. Schätzchen, die Gerichte hier bei uns in Texas sind sehr empfindlich, wenn es um das Wohlergehen der Kinder geht. Sie sind immer noch der altmodischen Ansicht, dass die Mutter ihnen ein moralisches Vorbild sein muss. Alles, was ich getan habe, war, mich zu verkaufen. Aber du...
verkaufst dich selbst, deine Familie, deine Freunde aus purer Machtgier. J.R., weißt du, dass du ein Zuhälter bist? Ich finde, aus dem Munde einer Expertin ist das ein großes Kompliment. Komm her. Setz dich und lass uns über das Geschäft reden. Und dann vergiss nicht, wie gut du mit dem Geld, das du von mir dafür bekommst, für dein kleines Mädchen sorgen kannst. Was müsste ich dafür tun? Hier hast du eine Mitgliedskarte für den Tennisclub. Wer ist der Mann? Ben Maxwell. Ben Maxwell? Ach, der, mit dem du da warst. Ganz recht. Er muss mit Sorgfalt behandelt werden, deshalb habe ich dich dafür ausgesucht. Du wickelst doch jeden Mann um den Finger. Er muss fest davon überzeugt sein, dass du dich Hals über Kopf in ihn verliebt hast. Dann lockst du ihn in deine Wohnung, wenn Pam schon schläft. Was soll das mit Pam? Die Sache ist die, ich möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das kann ich nicht tun. Erst wenn alles vorbei ist, wird sie es rauskriegen. Das kann ich ihr nicht antun. Pam ist meine beste Freundin. Morgen Nacht. Du, Maxwell und Pamela. Und du machst es ebenso wie damals mit dem Abgeordneten und der Frau des Ölproduzenten in Houston. Ich erinnere mich. Das habe ich mir gedacht. Hier hast du einen Schlüssel für ein Postschließfach. Und wenn die Sache geklappt hat, liegt dort für dich ein Umschlag mit einem hübschen Betrag. Sie haben doch schon früher solche Fotos gemacht. Warum wollen Sie plötzlich nicht mehr? Ich habe es jetzt eben nicht mehr nötig. Ich habe eine feste Stellung. Ach so, ich verstehe. Also in diesem Fall die Hälfte sofort und die andere Hälfte, wenn Sie liefern. Stellen Sie sich nicht so an. Die Sache lohnt sich. Na gut. Hier ist die Adresse. Seien Sie um 10 da und warten Sie. Guten Nacht, Leanne. Es war wirklich ein netter Abend. Warum kommen Sie nicht noch auf einen Sprung herein, Ben? Nein, lieber nicht. Es ist schon sehr spät. Sollen wir den Abend einfach so auf der Straße beenden? Bitte. Kommen Sie. Ich freue mich, Ben. Das ist nett. Machen Sie es sich bequem. Wir nehmen noch einen Drink und dann fahren Sie nach Hause. Sie haben gewonnen, Leanne. Natürlich, mir kann man nicht widerstehen. Da haben Sie recht. So, setzen Sie sich erst mal. Und ich mache Ihnen einen Drink. Oh nein, bitte nicht. Ich glaube, ich kann keinen mehr vertragen. Darüber bestimme ich. Also gut, dann übernehmen Sie das Kommando. Nur für den Rest des Abends. So, hier. Oh, vielen Dank. Ich komme sofort wieder, dass Sie mir nicht weglaufen. Aber nein. Pam, um Gottes Willen, daran habe ich gar nicht gedacht. Pam Ewing, was soll es heißen? Ich habe vergessen, dass du hier bist. Zum Teufel, Leanne, was hat das zu bedeuten? Bitte nicht böse sein, glaube mir, ich habe einfach... Die Sache gefällt mir nicht, sag doch was voll. Ben, Liebling, warte, lauf doch nicht weg. Die wirtschaftliche Situation erlaubt es uns einfach nicht irgendwelche Experimente. Haben Sie was gelesen? Ja. Was ist denn, Jock? Sieh mal an. Unsere kleine Pamela und Ben Maxwell. Wer hätte das gedacht? Zeig mal her, was steht da? Ich weigere mich, das zu glauben. Aber Mama, da steht es schwarz auf weiß. Das ist ja furchtbar. Hat Bobby das schon gesehen? Ich fürchte, nein. Das passt überhaupt nicht zu Pam. Da bin ich nicht so sicher, Mama. So eine Sache traue ich Pam durchaus zu, aber ausgerechnet Ben Maxwell, so ein unbescholtener Mensch, das hätte ich nie gedacht. Maxwell muss irgendwo mächtige Feinde haben, das ist sein Ruin. Tja, ich nehme an, sein Aufsichtsrat wird ihn auffordern, zurückzutreten. Die Mitglieder sind alle sehr konservativ. Die halten nichts von Publicity und von so einer schon gar nicht. War er nicht der Mann, der Cliff Barnes seinen Job verschafft hat? Ja, so sagt man. Genau, das weiß ich nicht. Also, das ist doch kaum zu glauben. Ihr zwei redet weiter, als wäre gar nichts passiert. Denkt niemand daran, wie das Bobby treffen wird. Bobby? Ja? Hier, sieh dir das mal an. Das ist doch J.R. Augenblick mal. Das sieht nach dir aus. Meine Frau und der Mann, der Cliff Barnes protegiert hat. Deine Frau war schon vor eurer Ehe kein unbeschriebenes Blatt. Wie kannst du glauben, dass sie sich geändert hat? Sofort aufhören! Sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Ja, wenn ich erfahre, dass du was damit zu tun hast, trete ich dir in den Hintern, dass du eine Woche lang nicht mehr sitzen kannst. Ich sehe keinen Grund, einem geschenkten Gaul ins Maul zu schauen, Daddy. Bobby, was willst du denn hier?
wird Zeit, dass du nach Hause kommst. Hast du die Zeitung nicht gelesen? Sicher habe ich das. Na und? Ich verlasse Dallas. Zuerst Sourcebook, dann mich und jetzt Dallas, Pam. Durch den Skandal bin ich hier erledigt. Ich bitte dich, das ist eine Intrige gewesen, das weiß doch jeder. Komm erst mal wieder zurück zu den Menschen, die dich gern haben. Das ist im Moment das Wichtigste. Bobby, du weißt, wie gern ich dir glauben würde. Ich liebe dich. Das tust du, das weiß ich, Bobby. Weißt du auch, warum dieses Foto gemacht worden ist? Es sollte Maxwell kompromittieren. Wenn es nur darum ging, Maxwell zu kompromittieren, brauchte man dich doch da nicht hineinzuziehen. Hat er uns beide damit treffen wollen? Ich wüsste nicht, wer sonst. Ich habe nur keine Beweise. Das ist wirklich zu viel. Begreifst du nicht, dass ich jetzt erst recht nicht zurück kann? Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt musst du zurückkommen. Jetzt darfst du doch nicht aufhören zu kämpfen. Pamela, seit ich dich nach Southfork gebracht habe, hat J.R. versucht, uns auseinanderzubringen. Wenn du jetzt klein beigibst, wenn du fortgehst, dann hat er gewonnen. Auf der ganzen Linie gewonnen. Du wirst doch nicht feige wegrennen. Du willst doch nicht, dass J.R. Sieger bleibt. Wollen wir uns nicht gegen ihn verbünden? Gemeinsam können wir gewinnen. Einzeln können wir es nicht schaffen. Ich liebe dich, Bobby. Wir fahren nach Hause. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich trotz Ihrer vielen Arbeit die Zeit für die Besprechung genommen haben. Schon gut. Weshalb haben Sie uns hier gebeten? Sie wissen bestimmt alle schon von Ben Maxwells plötzlichem Rücktritt. Seit 6 Stunden. Wir lesen ja Zeitung. Dann haben Sie wohl Ihre Meinung über den Raffinerievertrag revidiert. Leider sitzt Cliff Barnes immer noch auf seinem Posten. Ja, leider. Also hat sich nichts geändert, J.R. Oh doch, durch den Rücktritt hat sich etwas geändert. Es scheint, dass Cliff Barnes noch andere mächtige Freunde hat. Jeden, der Barnes unterstützt, da geht es genauso wie Maxwell. Aber solange er diesen Posten hat, ist Ewing Oil nur eine von vielen Unabhängigen. Sie wollen mich nicht unterstützen? Wenn Barnes weg ist, können Sie uns ja anrufen. Ich denke, wir können die Besprechung abbrechen. J.R.? Auf Wiedersehen. Der erfolggewohnte J.R. musste also eine doppelte Niederlage hinnehmen. Denn Pamela und Bobby hielten jetzt fester zusammen als je und das Kartell der Unabhängigen auch. Und in beiden Fällen war es der Widerstand gegen den geschwächten Ewing-Boss. Aber Schwäche ist natürlich kein Zustand für jemanden, der nur sein King-Size-Ego akzeptiert. Guten Morgen. Anrufe für mich. Guten Morgen. Ja, hier, Sir. Mr. Morgan aus Midland ist gekommen. Er wartet in Ihrem Büro auf Sie. Wer ist Mr. Morgan? Er ist der Leiter unserer Forschungsgruppe da draußen. Da läuft was schief. Dann wollen wir mal hören. Hallo, Bud. Wie geht's? Das ist mein Vater, Bud Morgan. Mr. Ewing? Mr. Morgan. Freut mich sehr. Und was führt Sie zu uns? Das Büro für Grunderwerbskontrolle. Sie haben unsere Probebohrung gestoppt. Was sagen Sie da? Wie kommen die dazu? Nicht die, Daddy. Cliff Barnes. Weiter. Es geht dabei um unseren Bericht über mögliche Umweltschäden. Was ist mit dem Bericht? Keine Ahnung. Sie sagen, die Prüfung würde länger dauern. Und wir müssen mit dem Bohren auf Ihre Zustimmung warten, hä? So ist es. Dabei liegt Ihnen der Bericht schon seit Wochen vor. Sie versuchen, die Sache zu verschleppen. Cliff Barnes weiß genau, wie viel uns die kleinste Verzögerung kostet. Was sollen wir machen? Fahren Sie wieder nach Midland. Entlassen Sie die Belegschaft und warten Sie, bis Sie von mir hören. Es sind gute Leute, Mr. Ewing. Die kriegt man schwer wieder zusammen. Das weiß ich. Und Barnes weiß das auch. Die Leute werden entlassen. Ja, Sir. Mr. Ewing. Wiedersehen. Wir müssen diesen Cliff Barnes endlich loswerden. Natürlich. Aber wie? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sein ganzes Büro muss entmachtet werden. Gerichtlich können wir nichts machen. Nein, der Staat hat den Laden geschaffen. Der lässt ihn nicht fallen. Wen kennen wir, der genug Einfluss hätte, um eine entsprechende Änderung herbeizuführen? Es gibt nur einen Mann bei uns in Texas, der sowas könnte. Sam Culver. Sam Culver. Ja, das ist unser Mann. Ehemaliger Gouverneur und Parlamentssprecher. Und heute noch in der Parteiführung. Einer, auf den alle hören würden. Ich rufe ihn gleich mal an. Überlass das mir, J.R. Sam und ich sind alte Freunde. Er hat das bestimmt nicht vergessen, weil er noch in meiner Schuld steht wegen einer früheren Geschichte. Luella, verbinden Sie mich mit Sam Culver. Sagen Sie ihm, dass Jock Ewing ihn sprechen möchte. Oh ja, klar, dass der alte Knabe zu spät kommt. Wie kommst du darauf? Er wusste nach meinem Anruf gestern doch sofort, dass ich was von ihm will. Ich nehme an, er will mich erst ein bisschen schwitzen lassen. Ja, Hauptsache, er sagt nicht ab. Ah, da ist er. Jetzt kommt der große Aus. Sam, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sieht man dich auch mal wieder, Jock? Ich freue mich, Sam. Alter Bursche. Kennst du meinen Sohn J.R.? Guten Tag. Alter. Setz dich, Sam. Ich habe gehört, dass Sie jetzt Ewing Oil leiten. Ja, und er macht seine Sache ganz prima. Bourbon mit Wasser. Immer noch die alte Mischung. Ja, es gibt im Leben Dinge, die sich nicht ändern. Auch nicht die Ewings und die Barnes.
Übrigens, ich hörte kürzlich, der Sohn von Digger macht euch Schwierigkeiten. Ist das etwa der Grund für diese Verabredung? Da du das Thema schon berührst, Sam, so ist es. Er benutzt seine Stellung im Büro für Grunderwerbskontrolle, um Ewing Oil zu schaden. Donnerwetter, dann hat der Junge mehr als sein Vater erreicht. Aber ich sage nicht, dass Digger wirklich Grund hatte, dich so zu hassen, Jock. Du hast dich ihm gegenüber fair benommen. Du hättest dich genauso verhalten, Sam. Möglicherweise. Nur mit einem Unterschied. Ich hätte ihn mir nicht zum Feind gemacht. Deshalb bist du auch der erfolgreichste Politiker in Texas, Sam. Und sagen wir ehemaliger Politiker. Ich habe mich zurückgezogen und bin kaum noch auf dem Laufenden. Also nach dem, was ich gehört habe, passiert nichts im Staat ohne Ihr Okay, Sir. Was zum Beispiel? Sie wissen sicher, dass Cliff Barnes Büro die unabhängigen Ölfirmen benachteiligt. Einigen von uns droht der Bankrott, wenn das so weitergeht. Ich kenne aber Leute, die dafür sind, dass man euch genauer kontrolliert. Das gilt heute nicht mehr. Oder wäre es Ihnen lieber, wir kaufen in Zukunft unser Öl von den Arabern? Sie sind wirklich sehr direkt, mein Junge. Ja, Sir, das stimmt. Das finde ich auch gar nicht so falsch. Anscheinend reden wir Alten immer erst ein bisschen um den Brei herum. Sam, denk darüber nach, was er gesagt hat. Wir brauchen deine Hilfe, um ein Gesetz durchzubringen, durch das Cliff Barnes Büro entmachtet wird. Ich werde es mir überlegen. Wie geht's, Ellie? Ist sie immer noch so temperamentvoll wie früher? Oh, sie ist etwas ruhiger geworden. Aber mir reicht's. Ich hörte, dass du vor ein paar Jahren noch mal geheiratet hast. Eine bezaubernde Frau, viel zu gut für mich. Wir sind übrigens hier verabredet. Ja, so, warum kommst du nicht am Samstag mit ihr zum Abendessen nach South Fork? Dann siehst du auch Miss Ellie. Und wir können den jungen Leuten mal zeigen, wie man richtig feiert. Vielen Dank, Jock. Ich komme sehr gerne. Ich möchte Ellie wiedersehen. Schön. Ah, da kommt ja meine Frau. Liebling. Meine Frau Donna, das sind Jock und J.R. Ewing. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben uns für Samstag zum Essen eingeladen. Was meinst du? Ich finde das ganz bezaubernd. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, worüber wir neulich beim Essen gesprochen haben? Wir haben Sam nicht eingeladen, um über Geschäfte zu reden. Ja, ich bin überzeugt. Du nicht, Ellie. Aber warum sollen wir nicht gerade jetzt die Gelegenheit beim Shop ergreifen? Sehen Sie, früher hätte ich spontan Ja oder Nein gesagt. Aber seit ich Donna geheiratet habe, sehe ich vieles gewissermaßen mit ihren Augen an. Ich gehe an die Dinge doch etwas ruhiger ran, als ich das früher getan habe. Außerdem habe ich festgestellt, dass sie manches, was heute vorgeht, besser beurteilen kann als ich. Ich habe volles Verständnis dafür, Sir. Ich bewundere Ihre Fähigkeit, die Dinge von allen Seiten zu betrachten. Trotzdem fürchte ich, Sie vernachlässigen bei Ihren Überlegungen ein wenig die Interessen der unabhängigen Ölfirmen. Nein, das stimmt nicht. Außerdem hat meine Frau sich lange mit Ökologie beschäftigt. In dieser Beziehung gebe ich sehr viel auf ihr Urteil. Aber du hast das letzte Wort. Ich bin sehr froh, dass ich bei meinen Entscheidungen einen Menschen zur Seite habe, mit dem ich über solche Probleme diskutieren kann. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich dich besonders schätze. Das heißt, Sie haben noch keine Entscheidung getroffen? Na, sagen wir, ich bin mir meiner Sache noch nicht sicher. Ich möchte mich noch etwas länger mit dem Problem befassen. So, jetzt möchte ich aber kein Wort mehr über Geschäfte hören. Ich konnte mich den ganzen Abend noch nicht mit Donna unterhalten. Ich glaube, nachdem ich so lange mit Jock verheiratet bin, kann ich ihr ein paar ganz gute Tipps für eure Ehe geben. Bitte nur keine, die sie gegen mich verwenden kann, Ellie. Willst du noch nicht schlafen gehen? Gleich. Ich muss dir ein Kompliment machen, wie du dich heute Abend benommen hast. Wirklich? Ja, du hast kein Wort gesagt. Und das war unter diesen Umständen das Beste, was du tun konntest. Ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht. Über Donna Culver. Ihr Mann ist in dem Alter von Jock und sie führt eine viel bessere Ehe als ich. So? Ich kenne das Verhältnis der beiden zwar nicht, aber ich garantiere dir, das Mädchen hat irgendwo einen heimlichen Liebhaber, weil sie mit Sam nicht glücklich sein kann. Selbst wenn sie nicht miteinander schlafen sollten, hat sie immer noch mehr als ich. So? Zum Beispiel? Er liebt sie. Er fragt sie um Rat. Er hört ihr zu. Ja, natürlich. Je mehr er auf sie hört und ihr vertraut, desto mehr wird er tun, was sie verlangt. Sag mal, hat das etwas mit Cliff Barnes zu tun in seinem Büro? Naja, Sam Culver ist ein überaus wichtiger, einflussreicher Mann. Er könnte uns sehr helfen. Ganz besonders, wenn seine Frau es von ihm wünscht. Warum sollte sie das? Das weiß ich nicht. Das heißt, ich weiß es noch nicht. Aber ich finde es heraus. Darauf kannst du wetten. So ganz im Unrecht war J.R. in diesem Falle nicht. Denn inzwischen hatten sich Ray Krebs und Donna kennengelernt und, ohne zu ahnen, wer sie ist, hatte Ray sich in sie verliebt. Hallo, Mrs. Culver. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's denn? Oh, ausgezeichnet. Vielen Dank. Suchen Sie etwas für Sam? Nein. Ich mache nur einen Schaufensterbummel. So. Er hat mich gefreut, Sie wiederzusehen. Guten Tag. Mrs. Culver.
Es ist Calver. Warten Sie doch mal. Ich war sehr überrascht, als Sam Sie als seine Frau vorgestellt hat. Ach, das passiert vielen Leuten, aber Sie gewöhnen sich daran. Oh, ich finde gar nichts dabei. Ich glaube, etwas Besseres konnte ihm gar nicht passieren, als eine hübsche junge Lady zur Frau zu bekommen. Er ist sehr glücklich darüber. Es hat bestimmt viele Vorteile für ihn. Und auch Sie werden ganz zufrieden sein, da bin ich sicher. Da haben Sie recht. Natürlich gibt es auch gewisse Nachteile. Beispiel sein Alter. Sie sind nicht der Erste, der mir gegenüber andeutet, eine junge, gesunde Frau wie ich könnte unmöglich ein glückliches Eheleben mit Sam führen. Oh, ich bin sicher, es ist nichts Neues, aber es ist bestimmt wahr. Wie interessant. Und wahrscheinlich glauben Sie jetzt, Sie wären der Richtige, um mich in meinem Unglück zu trösten. Ja, ich? Oh, nein, nein, ich bin ein verheirateter Mann. Ich glaube an die Institution der Ehe. Jetzt sagen Sie mir endlich, worauf Sie hinaus wollen. Gestern auf dem Nachhauseweg ist mir was Komisches passiert. Es war kurz vor der Ranch und ziemlich spät. Da raste Ray Krebs mit seinem Transporter wie ein Verrückter an mir vorbei. Er fuhr viel zu schnell. Na, du dachte ich, da stimmt doch was nicht. Also machte ich kehrt und bin ihm gefolgt. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie überrascht ich war. Er fuhr nämlich direkt zum Starlight Motel. Ich wette, Sie waren so überrascht, dass Sie ganz genau wissen wollten, mit wem er sich dort verabredet hatte. Ach, wissen Sie, ich bin immer ein neugieriger Mensch. Ach, der arme Ray hat schon ein paar Mal großes Pech in der Liebe gehabt und ich dachte, davor muss man den guten Jungen bewahren. Und, weiter? Ich verstehe nicht, dass er sich mit einer verheirateten Frau abgibt. Tja, Sie müssen schon etwas deutlicher werden. Also bitte, was haben Sie sich gedacht? Sam könnte den Ewings gegen Cliff Barnes Hilfestellung geben. Es wäre reizend, wenn Sie ihn veranlassen könnten, die Befugnisse seines Büros zu beschneiden. Und als Gegenleistung? Wird Ray nie von mir erfahren, wer Sie sind. Sehen Sie, bei einer weiteren Enttäuschung dreht er vielleicht durch und ich fürchte, das könnte gefährlich werden. Für Sie oder Sam? Glauben Sie, es macht mir was aus, wenn Sie es Ray sagen? Ich bin ein guter Menschenkenner. Es würde Ihnen sehr viel ausmachen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hallo, Liebling. Hallo. Ganz komisch, dieses Rendezvous im Freien. Ja. Zum ersten Mal, nicht wahr? Ja, mir gefällt es. Und du wunderst dich gar nicht? Doch, ein bisschen. Warum fragst du nicht nach dem Grund? Du kannst mir glauben, ich würde es gern tun. Aber ich habe Angst vor der Antwort. Außerdem nehme ich an, du wirst es mir schon sagen, wenn du willst. Ich werde aus Dallas weggehen. Weggehen oder fliehen? Du könntest mir die Sache ruhig leichter machen, Ray. Du weißt doch, ich finde niemals den leichten Weg. Also gut. Ich bin verheiratet. Und zwar schon seit fast 3 Jahren. Und du liebst deinen Mann? Eine seltsame Frage. Ich möchte schließlich wissen, woran ich bin, verstehst du? Na schön, ich habe ihn sehr gern. Er ist schon ein älterer Mann. Er hat viel Geld und ist sehr einflussreich. Er heißt Sam Calver. Und da bist du losgezogen und hast dir einen netten jungen Kerl gesucht. Den gutmütigen Ray Krebs. Ray, das ist nicht wahr. Wenn ich es darauf angelegt hätte, kannst du dich darauf verlassen, dass es vorher schon andere gegeben hätte. Aber das ist nicht der Fall. Du bist der Erste. Glaubst du, nun ist mir wohler? Red kein dummes Zeug, versuch doch, mich zu verstehen. Hast du nicht gemerkt, wie viel du mir bedeutest? Das ist die Wahrheit. Und was wird jetzt? Ich habe Sam gesagt, dass ich ihn verlasse. Dass ich ihn gern habe, aber dass ich ihn nie geliebt habe. Und wie hat er es aufgenommen? Er hat gesagt, ich hätte ihm ein neues Leben geschenkt und dass er gewusst hätte, es würde nicht ewig dauern. Er fragte mich, ob er etwas für mich tun könnte und wünschte mir viel Glück. Ich wäre beinahe schwach geworden. Lässt du dich von ihm scheiden? Dann brauchst du doch nicht vorzugehen. Bleib hier. Ich muss mit dem, was da plötzlich mit mir geschehen ist, erst mal fertig werden. Es hat mich völlig verwirrt. Ich bin nicht stolz auf das, was ich dir und Sam angetan habe. Außerdem brauche ich einfach etwas Zeit, um mir darüber klar zu werden, ob ich schon eine neue Bindung eingehen kann. Können wir es nicht wenigstens versuchen? Du bist ein so guter Mensch. Du kannst deiner Frau unendlich viel geben und sie glücklich machen. Durch dich ist mir erst bewusst geworden, was ich für ein Leben führe. Deshalb habe ich auch die Kraft, Sam zu verlassen. Aber das heißt nicht, dass ich für immer fortgehe. Und wenn ich wiederkomme und du, ich meine, wenn du dann noch... Ich werde hier sein. Ich habe neulich mit Harry Sanders gesprochen. Der meint auch, dass die Grenze des Wirtschaftswachstums... Okay, also, Sam Calver will dich sprechen. Ah ja, danke. Hallo, Sam?
Wie geht es Ihnen? Danke. Sie wollen doch meine Antwort wegen Cliff Barnes Büro haben. Oh ja, natürlich. Donna und ich haben gestern ein langes Gespräch gehabt. Über Ewing Oil und Ihre Schwierigkeiten. Oh, gut, gut. Ich bin froh, dass Sie so prompt eine Entscheidung getroffen haben. Na, da würde ich erst mal abwarten. Donna ist der Meinung, dass Texas dieser Behörde sehr viel zu verdanken hat. Und ich auch. Ich werde Cliff Barnes nach besten Kräften unterstützen. Ich muss endlich wieder mal was tun. Würde es möglich sein, darüber zu sprechen? Vielleicht kann ich Sie umstimmen. Das ist nicht nötig. Donna hat mir alles gesagt. Bitte grüßen Sie von mir Ihre Eltern. Was hat er gesagt, Jim? Tja, sieht aus, als hätten wir Cliff Barnes und sein Büro weiter im Nacken. Verdammt. Ja. Noch mehr Rückschläge könnte auch J.R. natürlich nicht verkraften. Von jetzt an ist er gewillt, sich seinen Einfluss zweigleisig zurückzuerkaufen. Was sollen wir denn nur tun gegen Cliff Barnes? Könnte man ihn nicht bestechen? Alan, ich finde es schlecht, wenn von einem Mitglied meiner Anwaltsfirma so eine geschmacklose Frage gestellt wird. Sei doch nicht so überempfindlich, Harvey. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber die Antwort lautet nein. So viel Geld gibt es in ganz Texas nicht, um den loszuwerden. Hat der Mann nicht irgendwelche Wünsche? Er hat nur einen einzigen. Er will uns Ewings erledigen, genau wie sein versoffener, verkommener Vater das will. Ich sehe keine Möglichkeit, ihn aus seinem Büro rauszukriegen. Aber vor seiner Berufung hatte er doch ein Anwaltsbüro. Ja, das hat er aber vor der Wahl aufgegeben. Dann kam allerdings dieser Skandal, der ihn bei den Wählern unmöglich gemacht hat. Er war so scharf darauf, gewählt zu werden. Der gute Barnes möchte gern ein Volkstribun sein. Das Größte für ihn ist ein Amt, in dem er möglichst viel Macht hat. Am besten das Amt des Präsidenten. Dafür würde er sicher das BFG verlassen. Bestimmt sogar. Das Gerede hilft uns auch nicht weiter, auch wenn sich's noch so gut anhört. Nicht ein Mensch in ganz Texas wäre so dumm, Cliff Barnes zu nominieren. Nicht mal als Hundefänger. Ja, du hast recht, Dad. Wer würde im Traum daran denken, Cliff Barnes für ein öffentliches Amt zu nominieren? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ist Arlene schon da? Ja, er wartet in Ihrem Büro. Fein, bitte keine Gespräche durchstellen. Ja, gut. Hallo? Guten Tag, J.R. Haben Sie erfahren, was ich wissen wollte? Ja, Sir. Als man das Büro für Grunderwerbskontrolle gründete, hatte man große Angst, dass es zu Interessenkonflikten kommen könnte. Und weiter? Jeder an der Spitze des Büros muss sein Amt aufgeben, bevor er sich um eine Stellung im öffentlichen Dienst bewirbt. Dazu ist er verpflichtet. Er könnte also nicht in den Kongress gewählt werden und dann erst aussteigen. Nein, das verbietet die Vorschrift. Ich verstehe. Cliff Barnes müsste also absolut sicher sein, dass er die Wahl gewinnt, bevor er kündigt. Natürlich, er ist ja kein Dummkopf. Nein, aber er ist machtgierig. Und wenn es möglich wäre, ihm weiszumachen, dass er die Wahl gar nicht verlieren kann? Und dass es bei der Finanzierung der Wahlkampagne keine großen Probleme gibt? Wenn ich diesen Cliff Barnes los würde, wäre mir das Millionen wert. Um zum Ziel zu kommen, muss man was investieren. Jemand muss nur dafür sorgen, dass die Gelder in die richtigen Kanäle fließen. Es darf doch niemand merken, dass Ewing Oil dahinter steckt. Sie haben sich doch bestimmt schon überlegt, wer das machen könnte. Außer mir? Kein Mensch. Also gut, dann versuchen Sie, irgendwelche ehrgeizigen Leute aufzutreiben, die bereit wären, für ihn die Kugel ins Rollen zu bringen. In Ordnung. Da ist noch etwas. Haben Sie mal überlegt, was es für Folgen haben könnte, wenn Cliff Barnes wirklich gewählt würde, J.R.? Diese Frage ist sehr vernünftig, Alan. Sie beweist mir allerdings, dass Sie noch viel zu lernen haben. Zum Beispiel? Nehmen wir an, Cliff Barnes kündigt. Dann würde ich mich nicht wundern, wenn plötzlich für seine große Wahlkampagne kein Geld mehr da wäre. Ich bin froh, dass Sie hinter Cliff Barnes und nicht hinter mir her sind. Das würde ich an Ihrer Stelle nie vergessen. Niemals. Tag, Alan. Guten Tag, J.R. Wie sieht's aus? Alles klar. Wie steht es um Barnes Wahlaussichten? Sind die Leute interessiert? Oh, wir machen Fortschritte. Ich bin zufrieden. So? Ich finde, wir müssen die Sache ein bisschen beschleunigen. Der Mann kostet mich ein Vermögen. Sie müssen Geduld haben, J.R. Barnes muss erst einmal überzeugt sein, dass es sich lohnt, sein bisheriges Amt aufzugeben. Sie schaffen das schon, Alan. Er wird das BFG ausspucken wie einen alten Kaugummi, wenn er eine reelle Chance sieht, gewählt zu werden. Wir müssen sehr vorsichtig sein, J.R. Wir wollen doch nicht, dass er wirklich im Kongress landet. Dann wäre Ihre Anwaltskarriere in Texas zu Ende. Mir ist es gleichgültig, ob Sie das Geld für einen Ball oder eine Zirkusveranstaltung ausgeben. Hauptsache, es kommen genug Leute und ich möchte, dass Sie immer bar bezahlen. Aber natürlich, Sir, selbstredend. Nur Barzahlungen. Und sammeln Sie nicht bei anderen Leuten Geld. Verwenden Sie nur das, was ich zur Verfügung stelle. In Ordnung. Wenn er dann seinen Posten kündigt und unsere Geldquelle versiegt, wird er nichts mehr haben. Die ganze Kampagne soll nur ein einziges Ziel haben. Die Vernichtung von Cliff Barnes. Kein Kongressabgeordneter, kein BFG, keine Macht. Dann ist er erledigt.
Machen Sie es gut. Das verspreche ich. Die Bohrstellen liegen direkt vor der Küste und gleich können Sie den kilometerlangen, flachen Strand sehen. Dort sollen unsere Öltanks stehen. Und noch etwas. Die Bucht ist sturmgeschützt. Und das Meer ist sowieso den größten Teil des Jahres über ruhig. Soweit das Auge reicht, können wir das ganze Gelände haben. Wir brauchen nur zuzugreifen. Gentlemen, das ist es. Da werden wir in Zukunft nach Öl bohren. Es ist besser als alles bei uns in Texas. Südostasien. Das wird bedeutender als Mexiko. Ich tue Ihnen einen Gefallen, wenn ich Sie damit reinnehme. Dir geht es doch nur um eine Verteilung des Risikos. Ich würde das auch so machen. Das ist kein Risiko. Wartet, bis ihr die geologischen Berichte seht. Außerdem wisst ihr doch alle, dass ich eine sehr gute Nase habe. Also jetzt mal ehrlich. Niemand kann bestreiten, dass wir in Texas sehr gut zurechtkommen. Wir haben keine Probleme mit dem BFG. Außer, wenn wir uns zu sehr mit Ewing Oil einlassen, dann kriegen wir sofort eins aufs Dach. In diesem Geschäft sind Riesengewinne drin. Dann ist der Fall doch ganz einfach. Wir tun dir den Gefallen, nicht einzusteigen, und Ewing Oil macht das Geschäft ganz allein. Wenn ihr Leute findet, die es finanzieren. Außerdem, im Gegensatz zu Ewing Oil, haben wir noch einen ausgezeichneten Umsatz hier in den Staaten. Man kann auch zu viel Öl produzieren und dadurch die goldene Gans schlachten. Schade. Ich hatte eine kleine Feier geplant, aber die dürfte ja jetzt wohl ausfallen. Ihr würdet nicht mal eine Goldader sehen, die direkt vor eurer Nase liegt. Ja, Sie wissen ja, dass Cattlemans die meisten ihrer Projekte finanziert hat, seit Sie die Firma übernommen haben. Und wir waren immer überaus zufrieden mit dieser Verbindung. Soll ich das als Lob betrachten oder als diskrete Ablehnung, Vaughn? Wissen Sie, Südostasien gehört nun mal zu den Gebieten, mit denen die Banken noch zu wenig Erfahrung haben. Ich glaube nicht, dass Sie mitmachen. Die Kreditkommission würde Nein sagen. Was ist los? Sie reden ja plötzlich zu mir wie ein Bankprüfer. Wenn es um solche Vorhaben geht, sind Sie doch die Kreditkommission. Sie haben mir versichert, dass Seth und die anderen mitmachen würden. Aber ohne Sie ist Ewing Oil leider nicht kreditwürdig. Ich bin überrascht, dass so etwas ausgerechnet ein Freund zu mir sagt, den wir stets gefördert haben, und zwar vom einfachen Kassierer in den Vorstand. Es tut mir leid, dass Sie das so sehen, aber so ist das nun mal im Geschäftsleben. Wenn ich denke, welche Karriere Sie durch uns gemacht haben. Und wie viel Geld Sie durch uns verdient haben. Also gut, ich sehe zu, was ich tun kann. Gut. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Das wollte ich ja nur hören. Ich wusste es. Auf Sie ist Verlass worden. Tja, im Moment gehen die Geschäfte zwar nicht gut, aber warum wollen Sie ein solches Risiko eingehen? Das BFG kann machen, was es will. Ewing Oil wird es überleben. Überleben reicht nicht. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ewing Oil muss die mächtigste unabhängige Firma in Texas bleiben. Ein harter Tag, Jer. Ich hoffe nur, es hat sich gelohnt. Oh, ich denke schon. Ich habe eine gute Nachricht. Oh ja? Oh ja. Die Finanzierung von Ihrem Südostasien-Projekt ist gesichert. Ist das wahr? Donnerwetter, das haben Sie ja schneller geschafft, als ich erwartet habe. Es geht nur noch um ein paar Kleinigkeiten. Wir haben drei Banken gefunden, die sich an der Sache beteiligen. Jede Bank wird also ein Viertel übernehmen. Und wie viel wollen Sie und Ihre Partner investieren? In Dollar? 100 Millionen. Die stehen Ihnen sofort zur Verfügung. Und es wird eine Kleinigkeit sein, nach Vertragsabschluss noch mehr zu bekommen, falls Sie es brauchen sollten. Vaughn, Sie haben mein Vertrauen nicht enttäuscht. Da wäre nur noch eine Formalität. Ja? Es geht dabei um das besondere Risiko. Haben Sie wieder mal Ihre üblichen Bedenken oder was ist los? Ja, Sie müssen South Fork verpfänden als Sicherheit. South Fork? Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann South Fork nicht verpfänden. Sicher können Sie das. Weil die Ranch zum Firmenvermögen gehört. Sie sind der Präsident. Sie haben juristisch das Recht. Sie wissen wohl nicht, was Sie da verlangen. Da bin ich geboren. Da bin ich zu Hause. Tut mir leid. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich kann nichts machen. Die anderen Banken verlangen es. Dann finden Sie einen anderen Weg. South Fork steht nicht zur Debatte. Es gibt keinen anderen Weg, J.R. Entweder Sie verpfänden South Fork oder das Geschäft platzt. Die
Verträge sind absolut korrekt. Hier, die hat Wiggen von Wiggen und Leitner in Fort Worth gemacht. Neue Anwälte, T.A.? Da muss doch mein Vater nicht mit hineingezogen werden. Möglicherweise hätte Harvey Smithfield sich irgendwann mal verplappert. Augenblick. Ja, Janet? Oh, das ist für Sie. Ja? Ich habe doch gesagt, ich möchte jetzt nicht gestört werden. Ein Mr. Lowell Hansen hat angerufen, schon ein paar Mal. Er klang sehr aufgeregt. Ich glaube, es war wichtig. Was hat er gesagt? Nur, alles wäre okay. Du wüsstest schon. Soll ich irgendwas tun, J.R.? Arbeiten Sie weiter an dem Schriftsatz. Wir haben die Konzession. Wir haben es geschafft. Dann beten Sie fürs Haus Fork, dass Sie auch Öl finden. Sie können es sich noch überlegen. Sie wissen doch, sollten Sie sich bei dem Geschäft verspekuliert haben und Ewing Oil gerät mit den Zahlungen in Verzug, gibt es kein Pardon. Die Banken halten sich an South Fork schadlos. Das wird nie geschehen. Ewing Oil ist auf dem Wege, eine Großmacht zu werden. Na, was gibt es? Streitet ihr mal wieder? Ich wollte dich eigentlich nicht damit behelligen, ehe ich mir nicht sicher bin. J.R. scheint wieder was auszuhecken, was wir sofort unterbinden müssen. Bobby, das geht dich überhaupt nichts an. Das geht mich doch was an. Ich habe mich abgestrampelt, um in Austin einen amtlichen, unabhängigen Untersuchungsausschuss auf die Beine zu stellen, der Cliff Barnes und sein Büro auf die Finger schaut. Und jetzt erfahre ich plötzlich, dass du hier wieder Intrigen spinnst, die meine ganze Arbeit überflüssig machen. Ich bestehe darauf. Hör auf, Bobby. Ruhig jetzt. Was gibt es denn diesmal wieder, J.R.? Also gut. Ich fördere die Wählergemeinschaft, die Barnes in den Kongress wählen will. Ich finanziere seinen Wahlkampf und habe dazu Alan Beam bei ihm eingeschmuggelt. Du bist wohl verrückt geworden. Ich glaube nicht, Daddy. Wenn Barnes wirklich für den Kongress kandidieren will, muss er vorher aus seinem Amt ausscheiden. Sobald wir ihn auf diese Weise vom Halse haben, können wir wieder anfangen zu bohren, wo wir wollen. J.R., du weißt doch, dass er uns in Washington weitaus gefährlicher werden kann als hier. Der landet ja nie in Washington. Der wird nicht mal als Kandidat aufgestellt. Sobald er gekündigt hat, stoppe ich sämtliche Subventionen und der Wahlfonds ist dann plötzlich leer. Daddy, willst du dich wirklich auf so eine faule Sache einlassen, wenn die offizielle Untersuchung erstmal im Gange ist? Es klifft seine Stellung los, ganz legal. In Austin wird behauptet, dass er sich bestechen lässt. Wenn wir das beweisen können, ist es aus mit ihm. Bobby, wir haben einfach nicht genügend Zeit dafür. Diese Ausschüsse arbeiten zu langsam, das halten wir nicht durch. Ich möchte Cliff Barnes auch loswerden, aber nicht auf die krumme Tour. So, jetzt will ich euch mal meine Meinung sagen. Ich will den Kerl loswerden und dazu ist mir jedes Mittel recht. Er schreckt vor nichts zurück, um uns das Genick zu brechen. Ich finde, was J.R. tut, ist nicht schlimmer als das, was er jeden Tag mit uns macht. Ich bin für deinen Plan. Im Übrigen möchte ich, dass dieses Gespräch unter uns dreien bleibt. Ich verstehe die Eile nicht. Aber wenn ich den Mund halten soll, Daddy, dann werde ich das tun. Vorläufig sage ich kein Wort mehr. Und wenn du die Wahl nicht gewinnst? Du weißt doch, wie es dir das letzte Mal ergangen ist. Ist doch reiner Irrsinn für etwas, das nur in deiner Einbildung besteht, diese fantastische Stellung zu kündigen. Warum machst du dir immer etwas vor? Ist Bobby besorgt, dass ich vielleicht kandidiere? Hat er dich hergeschickt, um mich zu überreden, dass ich beim BFG bleibe, während er versucht, mir da das Wasser abzugraben? Red kein dummes Zeug. Wo ist er heute Abend? In Austin. Oh. Er würde dir bestimmt entgegenkommen, wenn du es auch tust. Entgegenkommen? Du kannst ihm sagen, dass ich nicht die Absicht habe. Und wenn ich die geringste Chance sehe, die Wahl zu gewinnen, kandidiere ich für den Kongress. Und wenn ich im Kongress sitze, dann habe ich endlich die Macht, um ihm und seiner Familie das Genick zu brechen. Augenblick mal! Als Leiter des BFG kann ich entscheiden, wer wo in Texas bohren darf. Aber als Kongressabgeordneter habe ich nicht nur Einfluss auf die Bohrrechte in Texas, sondern überall in der Welt. Was redest du nun schon wieder für Unsinn? Ewing Oil hat im Ausland überhaupt keine Interessen. Ich habe Berichte, dass sie heimlich Ölfelder vor der asiatischen Küste gepachtet haben. Und wenn die Quellen erstmal sprudeln, kann niemand mehr Ewing Oil was anhaben. Aber für solche Pachtverträge braucht man doch Abermillionen von Dollar. Das ist nur der Anfang. Dazu kommen die Bohrkosten und die Bestechungsgelder, die auch nicht von Pappe sind. Bobby hat mir gesagt, die Firma hätte so große Verbindlichkeiten, dass sie beinahe pleite ist. Natürlich behauptet er das. Er braucht doch eine Ausrede für sein Vorgehen gegen mich. Er hat dich angelogen, Pam. Sie geben allein für die Pachtverträge eine Riesensumme aus. Oh, ich bin froh, dass du noch nicht weg bist. Du hast mir gefehlt. War die Fahrt nach Austin ein Erfolg? Ist es dir gelungen, Cliffs Karriere zu ruinieren? Das haben wir doch gestern ausführlich durchgesprochen. Da habe ich noch nicht gewusst, was ich jetzt weiß. Ich habe dir geglaubt. Aber du hast mich angelogen, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe dich belogen? Jawohl, dass Ewing Oil vor der Pleite steht. Das ist leider nicht gelogen.
Dein Bruder hat Ewing Oil finanziell die Hände gebunden. Woher kommen dann die Riesensummen für die Ölkonzessionen im Ausland? Für was? Glaubst du etwa, Cliff weiß nicht, was ihr vorhabt? Er weiß über jeden Schritt von Ewing Oil Bescheid. Auch von den Ölfeldern, die ihr vor der asiatischen Küste erschließen wollt. Bobby, ich will von dir nur die Wahrheit hören, bitte. Und wenn sie auch noch so schlimm ist, was habt ihr eigentlich vor? Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, was gespielt wird. Ich verstehe nicht, woher die Summe für die Pachtverträge kommt. Es ist mir ein Rätsel, aber ich kriege es bestimmt raus. Ist wirklich wahr. Glaubst du mir das? Guten Morgen, Bobby. Na, was gibt's denn? Ich habe gehört, dass Ewing Oil Pachtverträge in Asien abgeschlossen hat. Wie hast du das denn erfahren? Das ist doch unwichtig. Nein, für mich ist es wichtig. Das Merkwürdige ist, dass nichts davon in den Geschäftsberichten steht. Ich war natürlich nicht informiert. Aber ich bin sicher, Daddy weiß auch nichts davon. Ich dachte, Daddy hätte genug am Hals mit Mamas Krankheit und so. Das Geschäft ist riskant. Du weißt, in der Ölbranche kann man nie wissen. Sehr richtig. Und du weißt so gut wie ich, wir können uns Bohrungen über See nicht leisten. Ganz im Gegenteil, Bobby. Dein Schwager hat uns die Hände gebunden in Texas. Aber im Ausland ist er machtlos und das Öl wartet dort nur auf uns. Und wenn wir dort kein Öl finden? Das Risiko muss ich eingehen. Und ich trage die Verantwortung. J.R., woher kommt das Kapital dafür? Verbindungen, Kredite. Was denn für Kredite? Wer leiht uns denn so viel Geld? Der Finanzierungsplan ist sehr kompliziert, Bobby. Ich habe die Details nicht im Kopf. Dann versuche es mir wenigstens ungefähr zu erklären. Es ist mir gelungen, das Geld aufzutreiben. Das dürfte dir wohl genügen. Nun mal die Wahrheit. Wie dicht vor der Pleite stehen wir? Wir haben schwere finanzielle Verluste hinnehmen müssen. Durch deinen Schwager. Ich weiß. Also wer hat uns den Kredit gegeben? Ich habe jemanden gefunden. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich mag nicht, wenn man mir nachspioniert. Dein Problem. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Eigentlich dürfte ich nicht mit dir essen. Wenn dein Schwager dahinter kommt, sperrt er mir meine Ölförderung. Ich glaube, dieses eine Mal können wir es noch riskieren. Ja, das glaube ich auch. Also, um was geht es denn diesmal? Du weißt ja wohl auch, dass uns das BFG praktisch in Texas den Hahn zugedreht hat. Tja, das lässt sich nicht leugnen. Deshalb habe ich daran gedacht, meinem Vater und J.R. zu raten, Ewing Oil im Ausland bohren zu lassen. Hat J.R. dir denn nicht gesagt, dass er längst dabei ist? Tja, er hat es mit keinem Wort erwähnt. Wieder so eine von seinen ewigen Geheimnistuereien. Ja, das ist echt schön, ja. Wie weit bist du damit drin? Ich überhaupt nicht. Ich beteilige mich nicht in Übersee. Und Seth Stone oder Wade vielleicht? Nein, soviel ich weiß, macht J.R. die Sache allein. Naja, er ist immer einer gewesen, der was riskiert hat. Deshalb ist Ewing Oil das geworden, was es heute ist. Tja, vielleicht können die Ewings sich so eine Spekulation leisten. Es gibt keinen anderen, der solche Reserven hat, um so ein Geschäft in Übersee über die Runden zu bringen. Was heißt Reserven? Unsere sämtlichen Ölquellen in Texas hat man dicht gemacht. Oh, ich spreche auch nicht von euren Ölquellen. J.R. hat was viel Wertvolleres ins Spiel gebracht. Etwas ganz Unbezahlbares. Nachdem Bobby soweit vorgedrungen war und mit ein paar Telefonanrufen in Erfahrung gebracht hatte, wer an der Sache alles beteiligt war, blieb ihm nur noch der Gang ins Katasteramt. Hier, Mr. Ewing, wenn die Eintragung erst kürzlich erfolgt ist, müssen Sie sie hier finden. Gut, dann bitte. Er hat South Fork verpfändet. Ja? Hallo, Bobby. Ich muss dich sprechen. Ich möchte schlafen gehen. Ich hab gesagt, ich muss dich sprechen. Was ist in Gefahr? Es war schon schlimm genug, dass du letztes Jahr versucht hast, die ganze Ranch in ein Ölfeld zu verwandeln. Ach, das ist dann längst vergessen. Darf ich dich bitten, mir etwas zu erklären? Ich erwarte eine Erklärung von dir. Ich habe die Kopien heute im Katasteramt machen lassen. Wieso? Das ist nur eine Formalität. Du nennst die Verpfändung von South Fork eine Formalität? Ja, das tue ich. Worüber streitet ihr denn? Es ist schon nach Mitternacht. Willst du es ihnen sagen? J.R., was ist los? Oh, wir hatten eine geschäftliche Auseinandersetzung. Lüg sie nicht an, J.R. Sie erfahren es sowieso. Niemand hätte es erfahren müssen. Wenn ihr uns schon geweckt habt, verratet uns wenigstens den Grund. Setz dich, Mama. Daddy. Cliff hat Pamela erzählt, einer der Gründe für seine Kandidatur für den Kongress sei die Ausschaltung von Ewing Oil in Südostasien. Südostasien? Du hast doch gesagt, du wolltest da nicht einsteigen. Das habe ich doch nur zu Bobby gesagt. Es ist ein gutes Geschäft. Woher hast du das Geld für die Pacht? Durch Verpfändung. Im Wert von etwa 100 Millionen Dollar. 100 Millionen? Wo hast du die her? Die Familie hat schließlich bedeutende Vermögenswerte. Wir haben nur noch einen einzigen. South Fork. Du hast South Fork verpfändet? Ja. Und wenn die Quellen in Asien sprudeln, dann wird keiner mehr ein Wort darüber verlieren. Und wenn etwas schief geht?
Der erste Termin für die Rückzahlung des Geldes ist nächste Woche. Wie konntest du so etwas tun, ohne mich vorher zu fragen? Wie konntest du zum Teufel nochmals Hausfork verpfänden? Du und Mama, ihr habt genug Probleme gehabt. Du hast mich zum Chef von Ewing Oil gemacht. Und ich habe so entschieden. Ich dachte, es wäre ein kalkuliertes Risiko wert. Also für dich ist ein kalkuliertes Risiko unser aller Zuhause? Mama, hier handelt es sich um ein Geschäft. Du glaubst wohl, ich bin zu dumm, um das zu verstehen. Ich möchte dich nicht beleidigen, aber davon verstehe ich wohl mehr. Wie stehen die Chancen, dass wir auf Öl stoßen, bevor die Zahlung fertig ist? Sie sind, glaube ich, gut. Sehr gut. Gut? Was meinst du mit gut? Du weißt doch, wie schwer das vorauszusagen ist. J.R., ich will von dir wissen, wann glaubst du, finden wir da drüben Öl? Wir haben gewisse Probleme. Das Wetter. Was heißt das? Ein Taifun hat die Bohrinsel schwer beschädigt. Mit anderen Worten, wir sind erledigt. Fertig! Nein, Vater, wir schaffen es. Du wirst sehen. Jock? Mein Gott, Ellie. Was soll ich dazu sagen? Ich habe dich nicht geheiratet, um Southwark wegen eines Ölgeschäfts zu verlieren. Daddy, du kannst nichts dafür. Ach, vielleicht doch, Bobby. J.R. hat alles, was er weiß, von mir gelernt. Er hat von mir den Ehrgeiz, etwas zu wagen. Aber ich habe ihm niemals die Grenzen gezeigt. Hallo. Hier ist J.R. Ewing. J.R., ich habe eine Überraschung für Sie. So, was denn? Cliff Barnes hat gerade angerufen. Er war die ganze Nacht auf und hat überlegt. Er will, dass ich eine Pressekonferenz für ihn einberufe. Er wird kandidieren und das BFG verlassen. Sind Sie sicher? Keine bloße Vermutung? Absolut sicher. Garantiert. Sie meinen, es ist uns gelungen? Ich habe es wieder geschafft. Was sagt der Mensch dazu? Alan, Sie müssen mich sofort nach der Pressekonferenz anrufen. Also, Alan, Sie haben sich eine Belohnung verdient, eine besondere. Geschafft. Guten Morgen. Na prima, da komme ich ja noch rechtzeitig zum Frühstück. Ja, sag mal, was ist denn mit dir los? Na ja, gestern Abend, da waren wir wohl alle ein bisschen erregt. Was ist los? Bist du in Südostasien auf Öl gestoßen? Besser, Bobby. Viel besser. Komm endlich zur Sache, J.R. Also gut. Heute Mittag wird Cliff Barnes seine Kandidatur für den Kongress bekannt geben. Er scheidet aus dem Büro für Grunderwerbskontrolle aus und die Ewing Oil kann von jetzt an überall in Texas wieder Öl fördern. Daddy, wenn Cliff nicht mehr im BFG ist, können wir die Förderung wieder aufnehmen. Damit ändert sich die Lage für die Banken. Richtig. Ich glaube nicht, dass sie die Frist verlängern, nur weil Barnes seinen Posten beim BFG aufgibt. Bitte versuch es, Jock. Selbstverständlich, Miss Ellie. Mama, sei unbesorgt. Das ist doch ein Grund zum Feiern, Daddy. Nein, wir warten ab, J.R. Feiern können wir immer noch. Bisher ist alles beim Alten. Komm, Bobby, es ist soweit. Bin ich ja gespannt. Zu bestätigen, dass Cliff Barnes seine einflussreiche Stellung beim Büro für Grunderwerbskontrolle aufgibt, um als Abgeordneter für den Kongress zu kandidieren. Die Begeisterung für seine Kandidatur in seinem Distrikt scheint ihn in seinem Entschluss bestärkt zu haben. Wir sind mit unserer Kamera in seinem Wahlbüro, wo Cliff Barnes in wenigen Augenblicken erwartet wird. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast, J.R. Ich übergebe an Phyllis Brain im Wahlbüro von Barnes. Liebe Wahlhelfer, Mitglieder der Presse, Bürger von Texas. Es gab in letzter Zeit ein großes Rätselraten meinetwegen. Sie wissen, ich habe schon einmal für ein öffentliches Amt kandidiert. Damals habe ich verloren. Die Erfahrung möchte ich ungern nochmal machen. Aber diesmal bin ich ganz sicher, dass meine Anhänger zu mir halten werden. Aus diesem Grund habe ich dem Gouverneur offiziell mitgeteilt, dass ich meinen Posten beim Büro für Grunderwerbskontrolle zur Verfügung stelle. Ich kandidiere für das Repräsentantenhaus. Genau im richtigen Augenblick. Darauf müssen wir einen trinken, Daddy. Wir haben es noch nicht überstanden. Bobby? Mir ist nicht nach Feiern zumute. Wenn Pam hört, was du mit Cliff gemacht hast, ist es aus mit unserer Ehe. Dann hätte ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Hier werde ich das Feiern austreiben. Aufhören! Wir wissen ja noch gar nicht, ob uns die Bankiers leben lassen. Jock, bitte versuch, unsere Situation zu verstehen. Ich weiß, dass Barnes gekündigt hat und welche Bedeutung das für Ewing Oil hat. Aber was wir nicht wissen, ist, wem der Gouverneur den Posten geben wird. Und wie bald. Das Risiko ist zu groß. Hör mal, wir beide machen jetzt seit so vielen Jahren Geschäfte miteinander. Und du willst uns keine Frist von 1 oder 2 Wochen geben? Ich kann es nicht. Vaughn, wir haben schon öfter schwere Zeiten überstanden. Jetzt können Sie uns doch nicht sitzen lassen. Sie kannten die Bedingungen, als Sie den Kredit seinerzeit aufgenommen haben. Oh, Jock, wenn es allein nach mir ginge, würde ich ja sagen. Ich habe versucht, die anderen Bankiers zu überzeugen, aber sie wollen nicht. Bedauere, ihr müsst nächste Woche zurückzahlen. Ist das dein letztes Wort? So leid es mir tut. Ich gebe nichts darauf, was Leland sagt. Ich glaube, die Banken geben 1 Woche zu, aber mit mehr dürfen wir nicht rechnen. Wir können also nur hoffen, dass sie die Arbeit in Südostasien früher aufnehmen, als Hank gesagt hat. Und wir sollten unseren Schöpfer bitten, dass wir Öl finden. Andernfalls, Jungs, ist es aus mit uns. Willst du nicht ins Büro fahren, Gerard? Oder hast du kein Büro mehr? Dein Vater hat jetzt wohl das Kommando übernommen. Ich kann mir direkt vorstellen, wie ihm zumute ist. Da schenkt er seinem ältesten Sohn ein unbezahlbares Spielzeug genannt Ewing Oil. Und du brauchtest nur 2 kurze Jahre, um es zu zerschlagen. So, Ellen, kannst du nicht den Mund halten. Ich habe starke Kopfschmerzen. Du hast mir immer wieder gesagt, alle deine Probleme wären gelöst, sobald du Cliff Barnes raus hättest aus seinem Amt. Cliff Barnes ist draußen, Schatz. Aber du auch. Oh mein Gott. Ich habe von Ray gehört, du hast heute die Ranch abgeritten. Ja, das stimmt. Wir haben alles versucht, Miss Ellie. Ja, das glaube ich dir gern. Tja, du weißt, wie viel South Fork mir bedeutet. Uns allen bedeutet. Ich werde nie verstehen, warum du das getan hast. Mama, ich... Wie ich höre, ist das Problem folgendes. Nächste Woche ist der Fälligkeitstag der Kredite und wir müssen bezahlen. Aber wir haben kein Geld. Ist das richtig? Ja. Und alles von Wert ist verpfändet. Alles, bis auf eins. Was? Sie können sich das Land nehmen. Aber Sie haben nicht die Bohrrechte auf Sektion 40. Mein Vater hat sie mir testamentarisch vermacht. Mama, das kannst du nicht tun. Großvater hat gewollt, dass South Fork eine Ranch bleibt. Glaubst du, die Banken nehmen darauf Rücksicht? Und erhalten das Land so, wie es ist? Bestimmt nicht. Wenn ich aber erlauben würde, dass dort noch Öl gebohrt wird, auf einem Ölfeld, das 10 Millionen wert ist, dann wette ich, dass uns die Banken den Kredit unbegrenzt verlängern werden. Das kann ich nicht von dir verlangen. Es geht um die Rettung der Ranch. Und dafür handle ich gegen den Wunsch meines Vaters. Jock, vor 40 Jahren hat Ewing Oil die Hypotheken von South Fork bezahlt und es damit gerettet. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass South Fork diese Schuld zurückzahlt. Komm, setz dich da drüben hin. An meinen Schreibtisch. Danke. Ich habe die Papiere hier. Bitte wollen Sie sich nicht setzen, dann werde ich Mrs. Ewing alles erklären. Wir stehen lieber. Jock. Harvey Smithfield hat alles überprüft. Es ist in Ordnung. Ich habe was zum Schreiben. Bitte, Mrs. Ewing. Das werde ich dir nie verzeihen, Georg.